25 Jahre Versorgungsbetriebe Hoyerswerda. Wir sagen Danke. Beim VBH Familientag am 26. Mai freuen Sie sich auf Live-Musik mit der Too Hot Band, Anthony Weiss, Clown Theo, Aquakugeln, Hüpfburg, Minibagger, Eis, Kuchen, Bratwurst und. Kostenfreie Parkplätze und Shuttlebus vor Ort. Also am 26. Mai auf zum VBH Familientag am Firmensitz im Industriegelände Hoyerswerda. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos auf vbh-heu.de. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. In ihrem Ort ist etwas passiert und die Elsterwelle war nicht dabei? Dann berichten Sie doch selbst. Einfach Ihre Informationen möglichst mit einem aussagekräftigen Foto an info@elsterwelle.de senden. Wir freuen uns auf Ihre elektronische Post. Kontaktdaten bitte nicht vergessen. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 22. Mai. Schön, dass Sie auch nach dem langen Wochenende wieder eingeschaltet haben. Am Pfingstmontag ist deutschlandweit bereits zum 25. Mal zum Mühlentag eingeladen worden. Allein in Sachsen und Brandenburg hatten rund 250 geöffnet. Die Besucher konnten sich durch die meist historischen und oft noch funktionstüchtigen Mühlen führen lassen. Mein Kollege Thomas Balkor hat sich in Hornow umgeschaut. Der Deutsche Mühlentag bietet in erster Linie interessierten Besuchern einen Einblick in das alte Müllerhandwerk. 231 Jahre hat die Mühle in Hornow zwischen Spramberg und Döbern inzwischen auf dem Buckel. Aber die Technik im Inneren ist noch genau in dem Zustand erhalten, als der letzte Müller die Mühle stilllegte, berichtet die Vorsitzende des Mühlenvereins Irene Nitschke. Die Geschichte der Mühle ist relativ schnell erzählt. 1787 erbaut als Gutswindmühle. Windmühle hier am höchsten Ort in Hornow. Ist sie dann übergegangen in den Privatbesitz von meinen Vorfahren, und zwar den Doktors. 1830 wurde diese Mühle dann vom Gut abgekauft und dann weiter betrieben. Hier als Mühle des Ortes Hornow. In den einzelnen Orten und Gemeinden gab es ja, also in den Dörfern, gab es eigentlich in jedem Dorf immer eine Mühle. Hier bei uns Windmühlen, weil Wasserläufe waren nicht so viel und das ist ja ein erhöhter Ort. Das ging also recht gut. Und ja, es war der Lebensgrundlage der Familie, der Müllerfamilie in jedem Fall. Bis mein Vater, der war noch Müllermeister, der hat bis Mitte der 60er Jahre gemahlen. Und durch die LPG-Gründung war das Ganze schwieriger geworden. Also er hätte diese Mühle dann in die LPG einbringen müssen. Wurde auch bedrängt, das zu tun, hat es aber nicht getan. Also er wollte auch nicht als Angestellter dann in seiner eigenen Mühle arbeiten müssen und hat das abgelehnt. Und demzufolge wurde ihm dann die Lebensgrundlage entzogen. Also die LPG hier im Ort, die hat eine eigene Schrotmaschine gekauft und damit war dann der Umsatz sehr, sehr zurückgegangen. Es kam an, LPG waren zwar noch da, auch Privatpersonen, aber es war ja, der Privatbesitz an Land war ja damals nicht mehr so groß. So Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre. Sodass bei den üblichen 4 Morgen, die jeder Landwirt noch haben durfte, nicht so viel Getreide angefallen ist. Und so viel Vieh hatte man dann auch nicht gehabt. Also es war nicht so viel Arbeit mehr da, dass es hätte eine Lebensgrundlage sein können. Die größte bauliche Veränderung erlebte die klassische Bockwindmühle etwa um 1930, als sie festgesetzt wurde, einen Anbau bekam und die Flügel demontiert wurden. Letztere waren nicht mehr nötig, denn die Mühle wurde, nachdem der Strom nach Hornow gekommen war, elektrisch betrieben. In der damaligen Zeit ein gewisses Wagnis. Schließlich wusste anfangs niemand, ob der Strom auch immer zuverlässig da ist.
Der war dann auch immer da. Das heißt, 1930 wurde die Mühle dann von der Bockwindmühle zu einer Elektromotormühle, zu einer Elektromühle umgebaut. Und da konnte ein Anbau passieren. Die Mühle konnte größer werden. Die musste ja nun nicht mehr gedreht werden. Die wurde aufgesetzt auf die Erde und konnte stehen bleiben. Das Drehen fiel weg und auch die Abhängigkeit vom Wind. Seit 2006 kümmert sich der Mühlenverein in Hornow um das technische Denkmal. Wurden zum Beispiel die Außenhülle und die Fenster erneuert. Und natürlich präsentiert man die historische Technik gern zu gegebenen Anlässen. Den Mühlentag, den machen wir seit 2011, diesmal also zum 8. Mal. Und das ist jedes Jahr immer mehr geworden, weil sehr viele Leute sagen, wir haben ja gar nicht gewusst, wie viel Technik da noch ist, wie viel noch von dem da ist, was damals so zum Mahlen und zum Schroten gebraucht worden. Aber wir wissen auch, das ist in Hornow einfach so, dass wenn hier irgendwas gemacht wird, dass nicht nur die Mitglieder des Mühlenvereins, die also wirklich alle ganz engagiert helfen, die auch schon wochenlang vorher hier Rasen mähen und die Mühle sauber machen und Spinnenweben rausnehmen und gucken, ob alles in Ordnung ist und mit organisieren. Also es muss dann das Kuchenbacken organisiert werden und Plinze backen und wer macht was. Also es ist wirklich viel, viel Arbeit, die ein paar Wochen lang vorher schon besteht, aber auch noch die Nachbarn helfen alle mit und viele Leute aus dem Ort, viele bringen Kuchen, also sagen dann soll ich, bieten auch an, die einfach den Kuchen bringen, ohne irgendwas davon dafür haben zu wollen. Das muss ich sagen, das ist hier wirklich eine Gemeinschaft, die uns wirklich gut weiterhilft und denen man eigentlich auch nicht dankbar genug sein kann. Längst ist der Mühlentag zu Pfingsten in Hornow kein Geheimtipp mehr, denn auch das Rahmenprogramm und auch die angebotenen kulinarischen Leckereien locken immer mehr Besucher aus nah und fern. Ja, und diese wollen immer wieder eine Sache beantwortet haben. Klar, man fragt, wollt ihr nicht die Flügel wieder ranmachen? Können wir sagen, geht gar nicht, weil die Mühle ja feststeht. Eine Mühle mit Flügeln muss in den Wind gedreht werden. Und eine Mühle nur mit Flügeln, die sich nicht drehen oder die auch ihren Zweck nicht erfüllen, das sind Attrappen. Und Attrappen ist nicht das, was wir wollen. Das passt einfach nicht, das geht dann nicht. Das war früher eine Windmühle, wir haben ein Bild dazu da, so hat sie ausgesehen. Noch mit meinen Großeltern mit dabei und meiner Mutter und ihrer Schwester dann als kleine Kinder. Und da kann man sich das so in etwa vorstellen. Damals hatten die einen Sinn, heute hätten sie überhaupt keinen Sinn mehr, weil die Mühle ist jetzt doppelt so groß und ist festgesetzt. Eine Windmühle muss sich in den Wind drehen. Und es wäre eine Investition, die eigentlich sinnlos ist. Also investieren die Mitglieder des Vereins ihre Kräfte lieber weiter in den Erhalt der historisch wertvollen Technik im Inneren und präsentieren diese künftig bei weiteren Mühlenfesten. Immer am Pfingstmontag. Weiter geht's bei uns in der Drehscheibe mit Meldungen, kurz und kompakt zusammengefasst. In Bernsdorf können sich Interessierte bereits für ein Grundstück im künftigen Eigenheimgebiet an der Friedrich-Engels-Straße vormerken lassen. Aktuell wird seitens der Verwaltung an einem Bebauungsplan für das Areal in der sogenannten Schneidersiedlung gearbeitet. In mehreren Abschnitten soll das Gebiet erschlossen werden. Anfänglich sind 25 Grundstücke mit einer Größe von 800 bis etwa 1000 Quadratmetern vorgesehen. Baubeginn wäre laut Verwaltung ab dem zweiten Halbjahr 2019. Möglich. Nach nicht einmal zwei Monaten hat die Stadt Bischofswerda die Änderung der Verkehrsführung im Wohngebiet Klengelweg wieder rückgängig gemacht. In ihrem Zuge waren die Kendlerstraße als zentrale Achse zur Vorfahrtstraße erhoben und die einmündenden Seitenstraßen als Nebenstraßen deklariert worden. Da es sich bei dem gesamten Gebiet um eine Tempo-30-Zone handelt, ist die Einrichtung von Vorfahrtsstraßen laut StVO jedoch unzulässig. Auch der von der Stadtverwaltung geprägte Begriff Hauptzonenstraße für die Kendlerstraße existiert im Verkehrsrecht nicht. Darauf hatten Anwohner hingewiesen und Widerspruch gegen die Änderung eingelegt, dem jetzt stattgegeben wurde. Somit gilt jetzt wieder im gesamten Wohngebiet rechts vor links. Musik.
Der Landestourismusverband und der Staatsbetrieb Sachsenforst haben am Dienstag einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Grundsätzlich geht es darin um eine stärkere Zusammenarbeit und einen deutlich besseren Informationsfluss. So will der Sachsenforst zügig Störungen und Sperrungen in den Wäldern bekannt geben und gleich Alternativen aufzeigen, heißt es. Zudem wird gemeinsam an einer Planung für die Ausweisung von Mountainbike-Gebieten in Sachsen gearbeitet. Die Hoyerswerda Versorgungsbetriebe feiern an diesem Samstag anlässlich des 25-jährigen Bestehens ein großes Fest. Am Firmenstandort im Industriegelände gibt es Unterhaltung für alle Generationen. Vom Kinderprogramm mit Klon Theo über Wissenschaftscomedy Die Physikanten sowie Live-Musik. Zahlreiche weitere Attraktionen sowie Lokulisches erwarten die Besucher, heißt es in der Einladung. Das Fest findet von 10 bis 16 Uhr statt. Es gibt einen Shuttlebus von Hoyerswerda ins Industriegelände. Den Fahrplan sowie das komplette Programm kann man im Internet unter vbh-heu.de abrufen. Wir machen eine kleine Pause, liebe Zuschauer, und sind gleich mit mehr Nachrichten aus dem Sendegebiet zurück. Bleiben Sie dran. Einkaufen und Geld zurückbekommen. Ganz einfach mit Ihrer Sparkassencard. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Ein glückliches Ende nahm eine Vermisstensuche am Pfingstwochenende in Hoyerswerda. Seit Samstagnachmittag war eine 77-Jährige aus der Altstadt verschwunden. Die Polizei war mit Hubschrauber und Rettungshundestaffel im Einsatz. Am Montag konnte die Frau in der Ackerstraße relativ wohlbehalten gefunden werden. Weitere Polizeimeldungen folgen jetzt. In Lautar hat es am Montagnachmittag gebrannt. Etwa 1200 Quadratmeter Waldboden standen an der Karl-Liebknecht-Straße in Flammen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Offensichtlich Feuerteufel hatten ihre Finger bei einem Brand an der Ortsverbindung zwischen Mordgar und Loser im Spiel. Hier musste die Feuerwehr rund 300 Quadratmeter Boden löschen. Die Schadenshöhe ist in beiden Fällen noch nicht ermittelt. Zwei mutmaßliche Metalldiebe sind am Pfingstmontag in Bischofswerda erwischt worden. Die Männer hatten aus einem Abrisshaus am Steinweg bereits diverse Bauteile aus Messing, Kupfer und Edelstahl sowie einen Frostwächter und das Heizelement einer Therme zum Abtransport bereitgestellt, als eine von Zeugen alarmierte Streife vorbeikam. Die beiden 37- und 47-jährigen Männer versuchten noch, sich zu verstecken. Allerdings erfolglos. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Eine schlafende Frau hat im Schwebnitzer Ortsteil Bulleritz am Montagmorgen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die 47-Jährige lag nämlich in ihrem Auto an der B97 und reagierte auf diverse Wegversuche nicht. Der PKW hatte zudem platte Reifen, daher riefen Passanten eine Streife. Diese schaffte es, die Dame zu wecken und hatte auch gleich eine Erklärung für den Tiefschlaf. Fast 2,3 Promille ergab ein Atemalkoholtest.
Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Sonntagabend auf der B98 an der Anschlussstelle Burkau. Ein Mercedes-Fahrer wollte nach links auf die Auffahrt zur A4 abbiegen und hatte dabei offenbar einen entgegenkommenden Skoda übersehen. Alle vier Insassen des Skoda, darunter zwei Kinder, sowie der Benz-Fahrer und seine Begleitung wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Zu einem Unfall unter Radlern ist es am Sonntagnachmittag an der B96 bei Hoyerswerda gekommen. Zwei Senioren standen auf dem Radweg, da ein Drahtesel defekt war. Ein 25-Jähriger übersah die beiden und fuhr in das Paar. Die 76-Jährige musste ins Klinikum gebracht werden. Der 81-Jährige wurde vor Ort ambulant behandelt. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Verursacher ein Atemalkoholwert von 1,2 Promille gemessen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. In der Nacht zum Sonntag ist in Kamenz ein Rasenmäherroboter gestohlen worden. Die Diebe waren offenbar über den Zaun des Firmengeländes am Jesauer Feldweg gestiegen, so die Polizei. Die Schadenshöhe hier wird mit rund 1.500 Euro angegeben. Nun folgt der Blick auf den Sport. Mein Kollege Lars-Henrik Wacker hat ihn zusammengefasst. In der Fußball-Oberliga sicherte sich der Bischofswerder Fußballverein vorzeitig die Meisterschaft. 3:1 hieß es beim Auswärtsspiel am Samstag gegen den FC Einhard Rudolstadt. Und dann kannte der Freudenlauf der Skibocker auch kein Ende mehr. Für gute Stimmung sorgte schon während der Partie Frank Zille in der 19. Minute per Kopfball zur 1:0 Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Jungs von Trainer Erik Schmidt am Zug und Sandro Schulze erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Rudolstadt verkürzte auf 1:2 durch Marco Riemer, doch Philipp Schikora machte in der 92. Minute den Deckel zum 3:1 Auswärtserfolg drauf. Nach der 0:2-Niederlage des direkten Konkurrenten FC International Leipzig gegen Union Sandersdorf stehen die Meisterschaft und der Aufstieg schon am 28. Spieltag fest. Der BFV kehrt somit nach 22 Jahren Abstinenz in die Regionalliga zurück. Zuletzt spielte man dort in der Saison 1995-1996. Die Sportabzeichen-Tournee macht am Dienstag, dem 5. Juni, einen Zwischenstopp in Bischofswerda. Ab 17 Uhr können Jung und Alt ihre Fitness im Wesennetz-Sportpark testen. Der Sportbund Bautzen nimmt an diesem Tag gemeinsam mit dem TV 1848 Bischofswerda das deutsche Sportabzeichen ab. Im Stadion werden Leistungen in Sprints, Dauerläufen, Weitsprüngen oder auch Kugelstoßen gemessen. Je nach Alter und Geschlecht bilden Normwerte dann die Medaillen in Gold, Silber oder Bronze. Für Kinder und Jugendliche ist das Abzeichen kostenfrei. Jeder Sportbegeisterte kann auch ohne Voranmeldung mitmachen. Wünschenswert ist dennoch eine unverbindliche Voranmeldung unter info@tv1848bischofswerda.de oder telefonisch unter 03594 71 60 63. In der aktuellen Ausgabe der Servicezeit Recht geht es um die Scheidung. Anwalt Hagen Döhl erklärt, was zu beachten ist. Bleiben Sie also dran. Erika L. möchte sich von ihrem Ehemann trennen und sich scheiden lassen. Sie möchte wissen, was sie dazu veranlassen muss, wer das Sorgerecht für die beiden Kinder bekommt und was sie sonst noch beachten muss.
Bei uns steht die Ehe unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes. Deswegen wird in Deutschland eine Ehe nur geschieden, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft endgültig gescheitert ist und wenn nicht zu erwarten ist, dass sie wiederhergestellt werden kann. Wenn beide Ehepartner die eheliche Lebensgemeinschaft nicht wiederherstellen wollen und wenn sie im Regelfall ein Jahr getrennt haben, also das sogenannte Trennungsjahr absolviert haben, dann geht das Gericht davon aus, dass die Ehe tatsächlich gescheitert ist und geschieden werden kann. Wenn einer von beiden mit der Ehescheidung nicht einverstanden ist, dann wird das Scheitern nach dreijähriger Trennung vermutet oder auch dann, wenn sich die endgültige Zerrüttung der Ehe aus anderen Umständen ergeben sollte. Wie muss unsere Zuschauerin die Trennung herbeiführen? Die Trennung muss sowohl räumlich wie also auch wirtschaftlich erfolgen. Räumliche Trennung kann durchaus auch in der früheren gemeinsamen Ehewohnung, wo auch immer die liegt, erfolgen. Das ist da tatsächlich möglich, wenn man sich wirklich räumlich voneinander abgrenzt. Wirtschaftlich getrennt lebt derjenige, der keine gemeinsamen Konten unterhält, der nicht mehr gemeinsam wirtschaftet, der für sich selber wäscht, der für sich selber einkaufen geht und dergleichen mehr. Also wer seine wirtschaftlichen Angelegenheiten tatsächlich selbst und nicht gemeinsam mit dem bisherigen Ehepartner absolviert. Wo bleiben die Kinder und wer bekommt das Sorgerecht? Die Eheleute sollten sich gerade auch in dieser ja teilweise auch emotional angespannten Situation und trotz aller Differenzen darüber im Klaren sein, dass sie bezüglich ihrer Kinder eine besondere Verantwortung haben und ja, die persönlichen Befindlichkeiten, die man im Zusammenhang mit so einer Trennung meistens hat, dann tatsächlich auch zurückstellen. Die Kinder leiden oft sehr unter der Trennung der Eltern und bedürfen gerade in dieser Zeit auch der besonderen Fürsorge der Eltern. Aus diesem Grund sieht das Gesetz auch vor, dass die Eltern, auch wenn sie getrennt leben, auch wenn sie geschieden sind, grundsätzlich zunächst jedenfalls mal das gemeinsame Sorgerecht ausüben und sie gemeinsam zum Wohle ihrer Kinder die notwendigen Entscheidungen treffen. Wenn die Eltern sich, weil sie ihre Differenzen nicht überwinden können, nicht einig werden können, dann kann einem Elternteil auf Antrag das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder übertragen werden. Wenn es gar nicht anders geht, auch das einseitige Sorgerecht auf einen der Ehepartner übertragen werden. Das Gericht lässt sich also bei der Prüfung, was hier notwendig ist, immer vom Kindeswohl leiten. Welche Möglichkeiten hat Frau L., wenn die wirtschaftliche Trennung vom Ehepartner dazu führt, dass der Lebensunterhalt für sie und die Kinder nicht mehr bestritten werden kann? Ja, grundsätzlich ist der die Kinder nicht versorgt, den Kindern gegenüber zum Unterhalt verpflichtet. Der eine, der sie versorgt, leistet also sozusagen Naturalunterhalt und der andere, der muss sich dann eben wirtschaftlich daran beteiligen. Auch der Ehegatte, der das geringere Einkommen von beiden hat, hat unter Umständen einen Unterhaltsanspruch, der auch schon während der Trennungszeit besteht, wie allerdings natürlich auch nach der Ehe, wenn sie dann irgendwann geschieden ist. In welcher Höhe dieser Unterhaltsanspruch besteht, das hängt im Einzelfall von den konkreten Umständen ab, insbesondere natürlich von den wirtschaftlichen Umständen. Und dazu sollte Frau L. sich dann tatsächlich anwaltlich beraten lassen. Wann sollte sie überhaupt zum Anwalt gehen? Ja, möglichst frühzeitig, schon während des Beginns der Trennungszeit. Das ist ganz einfach notwendig, um sich vor allen Dingen beraten zu lassen und um vor allen Dingen auch Fehler zu vermeiden, sowohl im eigenen Interesse als auch vielleicht im Interesse der Kinder. Am Anfang wird sich die anwaltliche Unterstützung zumeist natürlich auch auf die Beratung beschränken, soweit nicht beispielsweise zur Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen dann doch eine aktive Tätigkeit auch nach außen hin erforderlich ist. Für die Durchführung des gerichtlichen Ehescheidungsverfahrens muss Frau L. sich dann sowieso anwaltlich vertreten lassen, weil das Ehescheidungsverfahren unter dem sogenannten Anwaltszwang steht. Da können also Anträge nur durch Anwälte gegenüber dem Gericht gestellt werden. Kann sich unsere Zuschauerin den anwaltlichen Beistand überhaupt leisten? Bei uns muss niemand aus wirtschaftlichen oder aus finanziellen Gründen auf die Wahrnehmung seiner Rechte verzichten. Wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse von Frau L. die Kosten nicht hergeben, dann wird zunächst geprüft, ob ihr Ehemann aus unterhaltsrechtlichen Gesichtspunkten dazu verpflichtet ist, eventuell einen Kostenvorschuss zu leisten. Und wenn auch der dazu nicht in der Lage ist, dann gibt es immer noch die Prozesskostenhilfe. Im Familienrecht heißt es Verfahrenskostenhilfe.
die dazu eben angetan ist, die Kosten zu übernehmen. Die werden dann von der Landeskasse erstattet. Der Anwalt kann dann als sogenannter VKH-Anwalt, Verfahrenskostenhilfeanwalt, beigeordnet werden. Frage und Antwort. Mein Nachbar hat mir vor Jahren schriftlich ein Wegerecht zugesichert. Nachdem er verstorben ist, will seine Erbin mir dieses Recht nicht mehr einräumen. Ist sie an die Vereinbarung gebunden? Grundsätzlich sollten Wegerechte im Grundbuch eingetragen werden, weil für sogenannte dingliche Rechte das Grundstück dann haftet. Ihnen ist nur ein persönliches Recht eingeräumt worden. Das Grundstück haftet hier also nicht für das Wegerecht. Sie sollten aber prüfen, ob Sie ein sogenanntes Notwegerecht geltend machen können. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 20. Mai 1571 kam es in Hoyerswerda zu einem großen Stadtbrand. Wie es in der Frenzelschen Chronik heißt, entstand gegen 10 Uhr abends gegenüber dem Rathause in einem Gasthof durch Verwahrlosung eines bösen, trunkenen Weibes ein Feuer, welches bald die Eckhäuser und das Rathaus erfasste. Bei dem Brand ging fast die ganze Stadt, bis auf die Kirche, die Pfarre und wenige Häuser vor dem Wittichenauer Tor drauf. Der Wirt, wie auch sein Weib und das Gesinde flohen. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Wer einen guten Job, einen Ausbildungsplatz im gewerblich-technischen Bereich oder eine tolle Ferienarbeit in der Region sucht, ist am Mittwoch von 9 bis 11.30 Uhr im QTZ-Bildungszentrum in Hoyerswerda im Industriegelände. In der Kantine hinter der Kaufland-Tankstelle genau richtig. Dort gibt es attraktive Angebote bei einem Frühstück für die Zukunft. Zur Skatrunde treffen sich Interessierte am Mittwoch um 13.30 Uhr beim Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda im Plauderstübchen der AWO in der Münzerstraße in Hoyerswerda. Mit dem Team vom Jugendclub Horst Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda können Mädchen und Jungen am Mittwoch in der Küche aktiv werden. Ab 15.30 Uhr werden dort Waffeln gebacken. Das Cinemotion Hoyerswerda zeigt am Mittwoch neben den Filmen des regulären Programms in der Reihe Kino für Kenner um 17.30 Uhr den Streifen Die grüne Lüge. Und das Blow-Up-Kino der Kulturfabrik im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda hat am Mittwoch um 19 Uhr die verfilmte Biografie Der junge Karl Marx im Programm. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei, Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Am Mittwoch sonnig mit ein paar lockeren Wolkenfeldern, am Nachmittag auch mal größere Quellwolken, aber weitgehend trocken bei maximal 23 bis 26 Grad. Am Donnerstag und auch am Freitag oft sonnig im Tagesverlauf, einige Quellwolken, aber meist trocken, dazu sommerlich warm. Das waren unsere Themen für heute. Das gesamte Team der Drehscheibe Lausitz wünscht Ihnen noch einen angenehmen Dienstagabend und wir freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit einschalten. Machen Sie es gut. Tschüss.